Bei diesem wunderschönen Wetter in den letzten Tagen bin ich versucht, Ihnen zuzurufen, der Frühling ist endlich da. Und da macht es natürlich umso mehr Spaß, sich vielleicht einfach mal die Familie ins Auto zu packen und mal ein paar Kilometer zu fahren, vielleicht mal ans Meer, vielleicht mal an den nächsten See. Das geht aber am besten, wenn man ordentlich unterhalten wird im Fahrzeug mit einem schönen Entertainment-Programm. Das kostet aber leider, Kai, von den Herstellern im Original mitunter eine richtig gute Stange Geld. Ich denke, da haben wir Alternativen zu bieten in dieser Sendung, oder? Du sprichst das gerade an, also das Thema, dass es wirklich teuer ist und richtig kostet bei den Herstellern, das ist mal das eine. Dass es am Schluss dann auch noch grottenschlecht klingt, das ist teilweise dann das Zweite. Ich habe vor gut 3 Wochen in der aktuellen Automotor und Sport einen Testbericht über aktuelle Soundsysteme in derzeit allen gängigen Fahrzeugtypen gesehen. Können Sie vielleicht mal nachlesen, was da teilweise an Testberichten rausgekommen ist? Das ist für das Geld eine pure Unverschämtheit. Wir wollen uns jetzt dem Thema Entertainment im Auto ja wirklich richtig widmen und das mit 2 Geräten, die es faustdick hinter ihrer 2-DIN-Schachtfront haben. Das ist nämlich genau das Thema. Aktuelle Skodas, Seats, Audis, muss man mal gucken, wo man es reinkriegt, können immer noch 2-DIN-Schachtgeräte einbauen. Und das kostet, so wie Sie es hier sehen, normalerweise im Fachhandel auch gut und gerne ab 700, 800 Euro aufwärts. Was aber interessant ist bei diesen 2-DIN-Autoradios, das ist, dass wir da eigentlich so das Thema PC im Autoradio auch mit aufgenommen haben. Beide Geräte sind nämlich sogenannte Android Naviceiver. Und das ist absolut genial, denn was ich hier auf dieser Bedienoberfläche machen kann und was ich an Ausstattung drin habe, ist eigentlich schon fast mit einem Touchlet zu vergleichen. Genau so ist es eigentlich. Und Sie haben das gerade gesehen, allein von der Bedienung her funktionieren unsere 2-DIN-Autoradios, die wir Ihnen in dieser Sendung zeigen möchten, eigentlich auch ganz genauso wie ein Tablet oder wie ein Smartphone. Das heißt, man hat hier natürlich einige Bedienelemente an der Seite, klar, aber die eigentlichen Programme oder auch mal das Entertainment-System, das macht man ganz einfach, indem man hier einfach nur mit dem Finger auf das Display tippt. Multimedia, Navigation per App, Radio, Applikationen, sprich also kleine Entertainment-Programme, Unterhaltung wie Musik, wie Videos. Das ist hier alles überhaupt kein Thema mehr. Als allererstes sollten wir vielleicht noch mal das großzügige Display ansprechen. 6,2 Zoll, das sind fast 16 Zentimeter. Damit hast du natürlich wirklich mal ein ordentliches Entertainment-Paket im Auto. Also gerade bei Navigation ist es hochinteressant, weil ich natürlich wesentlich mehr Details sehe. Wenn ich so ein kleines Ein-DIN-Schacht-Navigationssystem habe, da kommt nicht viel bei rum. Interessant ist hier, wie unglaublich einfach das alles zu bedienen ist. Die Ranzoom-Funktion ist ähnlich wie auf Ihrem Smartphone oder eben auch auf einem Tablet-PC. Und das macht es eben so spannend. Das Tolle ist aber auch, dass Sie sich natürlich passend für Ihren Autoalltag, den Urlaub, die Reise irgendwo hin oder die längere Fahrt passende Applikationen aus dem Internet runterladen können. Und da wird es jetzt spannend. Es gibt nämlich eine ganze Menge Applikationen, die zum Beispiel einem die Information geben, wo gibt es denn Flüssiggastankstellen? Kann ich denn meine Urlaubsroute rein mit LPG tanken? Wo kann ich am günstigsten tanken bei normalen Tankstellen? Wo ist der nächste Reifenservice? Alles das kann ich zum Beispiel auch ganz einfach über Google mal nachgucken. Und das macht natürlich heute ein Autoradio als richtiges Multimedia-System noch weit interessanter als in den Jahren davor, wo ich einfach nur eine DVD reinschieben konnte, die dann Navigationsinformationen drauf hatte. Denn aktualisieren kann ich das Gerät jederzeit auch. Ja. Und das war mit alten Autoradios leider Gottes nicht möglich. Aber hier in dem Gerät, vor allem für das Geld, ist das einfach absolut Sahne. Und gerade diese Applikation, Kai, die du angesprochen hast, finde ich hier selber super. Das ist natürlich wirklich die optimale Route. Entweder die schnellste oder die von den Kilometern am kürzesten, die kürzeste Strecke. Dann kommen natürlich auch günstige Spritpreise zum Tragen. Die besten Hotels werden Ihnen zum Teil angezeigt, je nachdem, was Sie da suchen. Wetterinformationen am Urlaubsort, aktuelle Nachrichten, das alles kriege ich natürlich jetzt hier regelrecht frei Haus geliefert. Und eine Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Das kann ein relativ teures Vergnügen werden und wird in der Regel also auch mit Punkten in Flensburg bestraft. Das Telefonieren mit dem Handy oder mit dem Smartphone am Ohr. Natürlich sind unsere 2-DIN-Radios mit der Bluetooth-Funktion ausgestattet, sodass Sie das gute Stück jederzeit hier mit Ihrem Smartphone oder mit Ihrem Handy koppeln können, mit Ihrem Bluetooth-fähigen Endgerät, sodass Sie natürlich jetzt hier über die HiFi-Anlage in Ihrem Fahrzeug auch mal ein manierliches Gespräch führen können. Wir haben hier 4x52 Watt Ausgangsleistung, sodass man natürlich hier, wenn man auch mal etwas schneller unterwegs ist, mal auf der linken Seite ein bisschen am Gashahn hängt, trotzdem immer noch in einer wirklich brillanten Sprachqualität seinen Gegenüber auf vernünftig verstehen kann und das, wenn du beide Hände am Lenkrad hast.
Was Sie gerade gesehen haben, ist auch für berufstätige Menschen hochinteressant. Ich kann mir nämlich jederzeit aktuelle Mails auch mal auf mein Autoradio runterziehen. Mhm. Und da ist es doch mal ganz toll. Ich stehe irgendwo bei einem Kunden. Mich hat der Chef noch angerufen, hat gesagt, du pass mal auf, neue Preislisten, guck dir die mal schnell an. Auf dem Smartphone ist es dann immer wieder so auf 4 Zoll so eine Guckerei. Ja. Außerdem ist es dann nicht mehr in so einem eigenen Bereich. Im Auto kann ich ganz einfach mal die Informationen abrufen. Das ist natürlich genial, denn Internet und WLAN ist hier integriert. Und damit habe ich natürlich hier eine absolute Möglichkeit, einen richtigen PC, der auch noch fantastisch klingt, hier in meinem Auto mein eigen nennen zu können. Faszinierend finde ich den Preis. Unter 300 Euro für unser wunderschönes 270er-System hier ist ein absoluter Knaller. Ganz einfach von der Bedienung her, Carsten hat es gerade gesagt, über das Touch-Display und die wichtigsten Grundfunktionen links und rechts eben am Gerät angeordnet. Also genialer kann man heutzutage Multi-Entertainment, so könnte man es ausdrücken, nicht ins Auto kriegen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist unglaublich, wie flüssig das alles funktioniert. Man kann natürlich auch mal ein etwas älteres Auto, und ich erinnere da gerne nochmal an mein erstes Modell, ein Ford Fiesta, satte 45 PS in Bordeaux-Rot. Bevor Sie lästern, ich habe das Auto geliebt. Da hätte so ein 2-DIN-Radio natürlich auch reingepasst. Zwei Dinge möchte ich noch kurz erwähnen. Der ein oder andere hat vielleicht auch ein Modell mit einem Multifunktionslenkrad. Selbstverständlich lässt sich unser 2-DIN-Radio auch mit Ihrem Multifunktionslenkrad koppeln, und wir haben im hinteren Teil auch einen AV-Eingang, zum Beispiel auch mal für eine Rückfahrkamera. Und wenn Sie uns da noch 2-3 Minuten Zeit geben, möchten wir Ihnen gleich zum Abschluss der heutigen Sendung zum Thema Auto-Entertainment auch ganz gerne noch mal eine Funk-Rückfahrkamera anbieten, die man hervorragend mit diesem System oder auch mit dem nächsten koppeln kann. Und Kai hat vollkommen recht, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei unserem 2-DIN-Radio liegt hier normalerweise bei knapp 700 Euro. Wir können es Ihnen heute für deutlich unter 300 Euro anbieten. Das wertet natürlich auch mal ein etwas älteres Auto durchaus auf, wenn Sie da vielleicht mal an den Wiederverkauf denken oder auch mal an die jüngere Generation, die Fahranfänger, 18, 19, 20 Jahre alt, die vielleicht auch erstmal für die Fahranfänger mal ein etwas älteres Auto nutzen, die freuen sich natürlich auch, ein solches Entertainment-Paket im Fahrzeug ihr eigen zu nennen. Bestellnummer hier ist die PX8345 und die 569. Ich bin allerdings versucht zu sagen, warten Sie noch 2-3 Minuten, denn wir haben noch mal eine Modellreihe höher. Die 370er-Fraktion haben wir jetzt, und die hat ja noch mal ein zusätzliches Highlight mit drin. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Smartphone hier Verbindung zu Ihrem Autoradio, das kann man ja gar nicht mehr sagen, das ist ja völlig untertrieben, zu Ihrem Entertainment-System aufnehmen, dann haben Sie ja klassisch über Ihr Betriebssystem auch so eine Benutzeroberfläche. Und jetzt bei dem 370er, was wir Ihnen jetzt vorstellen, was hier vor uns steht, gibt es die sogenannte Mirror-Link-Funktion. Das heißt also die Spiegelungs- und Verbindungsfunktion. Das heißt, dass eigentlich alles das, was auf Ihrem Smartphone drauf ist, dann auch auf Ihrem Display im Autoradio erscheint. Und da wird es dann natürlich absolut genial, koppeln, freisprechen, Musik streamen, alles das funktioniert dann auch über die gewohnte Nutzung von Ihrem Smartphone. Und jetzt gucken Sie sich einfach mal an, wie unglaublich flüssig das heute funktioniert. Also ganz ehrlich, das sind Geräte, da gibt man im Fachhandel 1000, 1200, 1400 Euro dafür aus. Und ich kann nur sagen, in der Vorbereitung zur Sendung war ich absolut baff, wie genial dieses Gerät funktioniert. Für das Geld heute so eine Leistung bringen zu können, ist absoluter Knaller. Wir haben übrigens Android hier als basierendes Betriebssystem mit drin. Und das Tolle ist, dass ich mir das zu einer richtigen Auto-Hi-Fi-Anlage ausbauen kann. Ich habe Vorverstärker für Front-, für Heckbereich, ich habe einen extra Subwoofer-Ausgang und natürlich, das hatte Carsten gerade schon gesagt, die Möglichkeit, auch noch eine Rückfahrkamera anzuschließen. Also gerade für Menschen, die einen Bus, einen VW, einen T4, einen T5, einen T3 fahren, einen beispielsweise Mercedes Vaneo oder wie sie alle auch heißen und normalerweise hintenrum ein bisschen unübersichtlich sind. Ich sage auch zum Beispiel Reisemobile, ganz interessant. Mhm. Die können sich dann ganz einfach eine Rückfahrkamera jederzeit in das Auto integrieren. Die zeigen wir Ihnen am Schluss. Und dann habe ich eben die Übersicht auf meiner Mittelkonsole. Und gerade bei älteren Herrschaften ist dieses sich nach hinten umdrehen müssen eben auch nicht mehr dabei. Das heißt, ich gucke einfach auf meinen Monitor vom Autoradio und weiß, was hinter meinem Auto passiert. So, und das eben auf fast 16 cm Bilddiagonale. Das sind 6,2 Zoll, sind also 15,7 cm Bilddiagonale. Und wir haben es eben schon im Film gesehen. Ich möchte es Ihnen auch gerne live nochmal im Studio zeigen, wie hervorragend und wie reaktionsschnell das gute Stück denn funktioniert. Damit Sie auch sofort loslegen können, natürlich ist sämtliches Einbaumaterial mit dabei. Also auch hier der Einschubkasten,
Tasten, damit es vernünftig sitzt. Sämtliche Anschlussmöglichkeiten sind natürlich mit dabei. Aber über das Android 4.0 Betriebssystem haben wir natürlich auch schon mal eine Basisausstattung an Programmen mit drauf. Unter anderem natürlich auch der Google Play Store, wo Sie dann die ganzen weiteren Programme finden können. Und da können ruhig auch durchaus mal ein paar ganz interessante Spielchen oder was dabei sein, wenn Sie mal auf einer Raststätte stehen und einfach sich mal ein paar Minuten die Zeit vertreiben möchten, die Gedanken mal ein bisschen fliegen lassen wollen, ist das toll. Übrigens auch mal das ein oder andere Video abspielen für den Beifahrer, gerade bei einer etwas längeren Fahrt, durchaus sehr, sehr interessant. Es ist faszinierend, die Auflösung ist super und natürlich muss ich mich als Smartphone- oder als Tablet-Nutzer nicht mehr großartig umstellen. Die Android-Oberfläche, die kenne ich, die nutze ich selber seit vielen Jahren. Die Bildsymbole, die hier auf die entsprechenden Programme hinweisen, sind einfach und strukturiert erklärt. Also auch ältere Menschen, die vielleicht wenig Erfahrung mit diesen Geräten haben, kommen sehr schnell damit zurecht. Und ich bleibe dabei, mit so einem 2D-Radio wertest du natürlich auch mal etwas ältere Autos, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, absolut auf. Und das Sounderlebnis im Fahrzeug ist einfach da. Ne? Interessant ist es natürlich auch bei einem Stau, wenn Sie mit den Kindern unterwegs sind, dann mal ein Spielchen reinschmeißen oder eben auch die aktuellsten Nachrichten sich ganz schnell mal runterziehen. Es gibt ja heute von Spiegel Online, von Focus Online, über die Zeit, die Frankfurter Allgemeine, überall diese sogenannten Push-Mitteilungen, die dann eben aktuell Ihnen auch sofort eine Information geben, wenn sich in der Welt was tut. Und die Bildqualität, die Sie hier sehen, die kann das Display ganz locker. Es ist wirklich genial, wie einfach und aufgeräumt das aussieht. Übrigens ganz wichtig auch, das integriert sich natürlich in jeden verschiedenen Fahrzeugtyp, wo es möglich ist, super mit rein. Denn die sind so designt, dass es in jeden Innenraum mit reinpasst. Es gibt so ein paar Hersteller, die dann so designen, dass es genau auf einen Hersteller zugemünzt ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Und der Anschluss ist das Allereinfachste. Die sogenannten DIN-ISO-Stecker, die seit den 90er Jahren weltweit jetzt Gott sei Dank Einzug gehalten haben, die haben wir hier mit dabei. Das sehen Sie da. Da brauchen Sie einfach bloß noch das alte Radio auszustecken und das neue anzustecken. Und schon geht's los. Und zu heiß werden kann dem Gerät auch nicht. Das sehen wir hier hinten dran. Das hat nämlich auch noch einen integrierten Lüfter, den Sie überhaupt nicht hören werden. Und das sind die ganzen Vorverstärkerausgänge vorne, hinten. Der blaue ist für den Subwoofer. Und ganz hinten der rote und der gelbe und weiße, die sind für die Rückfahrkamera und dann dementsprechend auch noch Ton. Also es ist alles dabei, was ich mir nur vorstellen kann. Und das komplett für Navi-Software, auch noch ein Micro-SD-Slot dabei. Es ist einfach grandios, was ich mit dem Radio hier alles machen kann. Und liebe junge Leute, ihr müsst nicht immer irgendwo zu einem ACR-Händler gehen und 1.200 Euro für so ein Autoradio ausgeben. Die, die wir verkaufen, die sind ganz, ganz, ganz hoch im Kurs bei den jungen Leuten. Und ich kann das verstehen, wer mit 18, 19 sein erstes Auto hat, der will auch gute Mucke drin haben. Und noch ein Tipp von uns, die 2 Jahre Probezeit gibt es immer noch. Und wer da tatsächlich mit Handy, Carsten hat es vorhin gesagt, am Lenkrad erwischt wird, da sieht es dann ganz schön mau aus und die Punkteregelung ist auch ein bisschen heftiger geworden. Also wer eigentlich einen Bedienkomfort von seinem Smartphone haben will, mit einer sensationellen Soundanlage im Auto, der sollte hier zugreifen. Denn das Gerät, das 370er mit diesem Spiegeln von der Bedienoberfläche des Smartphones, das liegt mal knapp bei 350 Euro. Und das ist ein Bombenpreis für das Gerät. Sowas kostet normalerweise gut, eben wie vorhin schon gesagt, 1.200 Euro im Laden. Und das muss nicht sein. Und deswegen Navgear auch ein absoluter Top-Hersteller bei uns ist. Hier ist die Bestellnummer, die PX8324 und die 569. Und jetzt werden wir uns mal angucken, wie wir das, was hinterm Auto passiert, auf unser Display auch drauf kriegen. Und das werden wir Ihnen jetzt gleich zeigen. Und da richten wir uns natürlich nicht nur an die Herrschaften, die Schwierigkeiten mit dem Rückwärts-Einparken haben. Geschlechter lassen wir da mal komplett außen vor. Aber gerade wenn man rückwärts einparkt, gerade auch mal in eine etwas schwer einzusehende Stelle, und du hast es gerade angesprochen, ältere Menschen, die sich vielleicht nicht mehr so leicht bewegen können und mal eben gucken können, ist wirklich alles in Ordnung. Gerade die Kombis, ich fahre selber ein, die sind so unübersichtlich hinten. Da sieht man nicht, wenn da mal ein kleiner Hund läuft oder wenn da mal ein Pöller steht. Noch schlimmer ist, wenn Ihnen da mal ein Kind langläuft. Wenn Ihnen das mal passiert, mein lieber Herr Gesangsverein, da will ich nicht in Ihre Haut stecken. Und da macht es einfach Sinn, sich vielleicht nicht einfach nur durch ein blödes Piepsen, wie das bei mir im Auto der Fall ist, vor einem eventuellen Hindernis warnen zu lassen. Da macht es tatsächlich Sinn, einfach mal den Blick nach hinten zu haben. Meine Schwiegermutter hat das also auch in einen SUV einbauen lassen, hat dafür schlapp 2.000 Euro knapp bezahlt, wenn ich sie da noch richtig verstanden habe, weiß das aber ausgesprochen zu schätzen. Denn sobald sie den Rückwärtsgang einlegt, hat sie ein fantastisches Kamerabild auf einem großen Monitor und sagte, damit bin ich sicher, da habe ich mir schon so manche Karambolage und so manche Delle im Fahrzeug gespart. Wenn Sie jetzt mal überlegen, dass sowas bis zu 2.000 Euro kosten kann, dann werden viele von Ihnen schnell zusammenwinken und sich denken, ja komm, lass ich sein. Nein, machen Sie es bei uns ganz einfach mit unserem Nummernschildhalter, mit der integrierten Rückfahrkamera. Das ist nämlich eine hochinteressante Sache, denn dann brauche ich nicht großartig zu bohren. Ich nehme meinen alten
Kennzeichenhalter einfach runter vom Auto, schraube unseren neuen mit der integrierten Kamera drauf und das kann ich dann dementsprechend auch hier, Sie sehen, ich mache das gerade in der Höhe noch variieren, je nach Höhe, das Nummernschild, wo es montiert wird. Und dann haben Sie eben auf Ihrem NS270 oder NS370, einem von den beiden Geräten, wobei ich Ihnen auch zu dem großen raten würde, dann perfekte Übersicht. Super. Montage super einfach, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, hat die Kamera Saft und geht an. Und das alles mit dem Audio-Video-Eingang mit unserem NS370 verbunden und schon haben Sie perfekte Übersicht. Haben Sie bitte keine Angst davor, dass Sie jetzt anfangen müssen, sich die komplette Innenverkleidung Ihres Fahrzeugs auseinanderzubauen, um da irgendwelche Kabel nach vorne zu verlegen. Wir haben hier eine Funkübertragung. Und die passt also bei einem Kombi genauso wie bei einem SUV oder bei einem etwas langgezogenen Fahrzeug, bei einem Van, wo auch mal 8 oder mal 10 Personen drin Platz finden. Das Schöne ist eben, dass Sie hier ganz einfach nur den Strom an das Rücklicht ankoppeln und sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen, kann es losgehen. Wir müssen hier nicht mehr bohren, das heißt, wir müssen die Karosserie nicht beschädigen. Sie nehmen einfach nur Ihren alten Nummernschildhalter ab. Das ist der Grund, warum das hier so ein bisschen perforiert ist. Für ungefähr 99% der momentan gängigen Fahrzeuge in Europa, ich bin sogar versucht zu sagen weltweit, haben wir hier die Aussparung mit drin. Das heißt, den alten Nummernschildhalter einfach ab, das Nummernschild einfach draufsetzen, beziehungsweise den Nummernschildhalter festmachen, das Nummernschild draufsetzen und schon ist es gut. Und selbstverständlich ist natürlich die Kamera im Neigungswinkel immer wieder verstellbar. Gerade für größere, unübersichtliche Autos, gerade auch in Ballungsraumzentren, in Großstädten zum Beispiel, ist das ein ganz klares Plus an Verkehrssicherheit, nicht nur wenn es um die Kosten beispielsweise bei einem Parkplatzrempler geht. Es ist da natürlich auch eine Sicherheit, wenn du jetzt wirklich mal unterwegs bist und übersiehst mal ein Kind, einen Hund oder irgendwas anderes Kleines, was sich hinter deinem Auto befindet, beim rückwärts einparken, da ist aber wirklich Matthäus am letzten. Dann lieber einmal kurz Geld an die Hand genommen und wir sprechen hier von wirklich überschaubaren Konditionen und dann sind Sie da zumindest auf der sicheren Seite. Knapp 70 Euro, mehr kostet das nicht und dann rechnen Sie sich mal hoch, es entfällt die komplette Montage in der Fachwerkstatt. Allein das schlägt teilweise dann schon mit 300 bis 700, 800 Euro zu Buche, je nachdem, ob ich Kabel verlegen muss oder nicht. Genial finde ich einfach, dass es eine Möglichkeit ist, selber in kürzester Zeit sich so ein Top-Entertainment-System mit Rückfahrkamera einzubauen. Und wenn Sie das jetzt drin haben und sich irgendwann überlegen, so, ich verkaufe das Auto jetzt mal, seien Sie sich sicher, wenn jemand das liest, komplettes 2-DIN-Schacht-Navi-System, also eigentlich schon einen kleinen PC im Auto plus Rückfahrkamera, wird es viele Menschen geben, die dann bei Ihnen anrufen und sagen, pass mal auf, das Auto interessiert mich. Das heißt, das ist natürlich auch eine Wertsteigerung, denn das ist Sicherheit, die normalerweise im Original Herstellerzubehörbereich, also in diesen ellenlangen Aufpreislisten, dann auch mal gut und gerne 2.500 Euro kostet, teilweise auch noch mehr. Und das finde ich einen absoluten Irrsinn, denn hier mit Funk kein Kabel-Tamtam mehr. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist das Stromkabel an Ihrem Rücklicht anschließen. Und das kann jeder. Ja. Und ansonsten die komplette Übertragung zum Autoradio per Funk. Also eine ganz tolle Lösung. Und ganz ehrlich, mit unserem NS370, so wie es hier steht, das muss man einfach mal erlebt haben. Und der Sound, der rauskommt, ganz wichtig, auch viele Original Hersteller-Lautsprecher klingen mit diesen Original-Herstelleranlagen deswegen so lausig, weil die Radios nicht genügend Leistung haben. Hier mit 4x54 Watt RMS kommt da richtig Dampf raus. Das heißt, Sie werden zum ersten Mal merken, was Ihre Original-Lautsprecher überhaupt können. Und auch, wie es Carsten vorhin sagte, bei höheren Geschwindigkeiten eben auch ein Top-Klangerlebnis im Auto. Und wo kann man heute am allerbesten noch ein bisschen lauter Musik hören? Beim Autofahren. Im Auto, ganz genau. Ja, ganz so genau. Geht es mir auch. Lange Strecke, Musik, Information, Radio hören, alles das. Trotzdem aber dann noch die Möglichkeit zu haben, im Internet mal nachzuforsten, sich Applikationen für den Nutzen im Auto draufzuziehen oder eben auch mal bei einem Stau sich die Zeit zu vertreiben. Und das, wenn man es hochrechnet, für noch nicht mal 500 Euro, ist eine absolute Sensation in der Kombination. Also Rückfahrkamera und das Gerät, was Sie gerade hier sehen. Das ist echt eine Investition. Das würde ich zum Beispiel auch mal ganz ehrlich als so absolutes Highlight-Geschenk für einen Fahranfänger mal investieren. Wenn ich Opa, Oma des Jahres werden will oder der Welt sein möchte, dann ist das ein Geschenk im ersten gebrauchten Wagen, wo 25 Jahre das Dauergrinsen läuft und das für wirklich kleines Geld. 20. April ist Ostersonntag. Nur noch mal, by the way, damit Sie da vielleicht auch mal einen Termin haben, wo Sie sagen, Mensch, da möchte ich doch ganz gerne meinen Lütten, der jetzt vor kurzem 18 geworden ist, oder das Enkelchen oder was, einfach mal glücklich machen. Und bei mir war das damals genauso. Ich habe also das erste Auto 2 Jahre gefahren. Mein Vater sagte auch immer, bevor wir da jetzt irgendwie mit Kanonen auf Spatzen
Scharfschützenschießen stößt du dir erstmal die Hörner im Straßenverkehr ab. Und wenn du die 2 Jahre mal unfallfrei und ohne großartige Schäden überstehst, dann reden wir mal über andere Autos. Und genau so ist es dann auch gekommen. Ich hätte mir ein Loch in den Bauch gefreut, wenn ich so etwas tatsächlich gehabt hätte. So, jetzt haben wir hier nochmal die Rückfahrkamera, die eigentliche Funkrückfahrkamera, die NX4093 und die 569 sehen Sie unten. Natürlich kompatibel mit den beiden Radios, die wir Ihnen gezeigt haben. Als erste die PX8324, das war die kleine Variante. Und das Größere mit dem Mirroring, also mit dem Spiegeln des Handy-Displays auf der Oberfläche des Radios, das ist die PX8345 und die 569. Ich glaube, damit haben wir wirklich jeden Autofahrer und jedes gerade ältere Auto richtig glücklich gemacht. Das ist mal ein Entertainment-Paket vom allerfeinsten, vor allen Dingen für wirklich überschaubares Geld. Hm? Ja, also nicht nur Rock'n'Roll im Auto, sondern auch tatsächlich Internet, Navigation, ja, und alles für kleines Geld und das in einem Top-Design. Viel Spaß in Ihrem neuen Konzernsaal, können wir bloß sagen, ne?